Freunde der gepflegten Social-Media-Unterhaltung, heute ist ein wichtiges Thema, denn heute geht es um Funktionalität am Drehort. Und zwar haben wir lange überlegt, was wir für Stative holen. Und wir haben mal so ein Stativ geholt, es war so ähnlich wie das hier. Und es ist circa nach einem halben Jahr kaputt gegangen. Wir haben es natürlich auch wirklich nicht gut behandelt. Aber der Vorteil ist, es hat extrem wenig Platz eingenommen. Und deswegen habe ich nochmal 3 Stative bestellt, um auszutesten, welche aktuell am besten sind. Ich finde es relativ schwer immer, gute Stative zu finden, die irgendwie halbwegs in Deutschland sind. Und also grundsätzlich geht es nicht wirklich um Stative, sondern das ist so ein Begriff eher für Mini-Stative. Das sind keine echten Stative, weil meistens versteht man unter Stativen wirklich, wo du so einen Kopf hast, wo du es drehen kannst. Es geht darum, die kleinst portabelste Möglichkeit zu besitzen, die man vor Ort mitnehmen kann, um Lichter oder auch notfalls die Kamera aufzuschrauben, denn wir sind auch im Social-Media-Bereich wahrscheinlich so 70% tätig, was bedeutet, wir müssen einfach flexibel an mehreren Drehorten am Tag dauerhaft sein. Und deswegen, Leute, ist es so wichtig, also wir haben hier festgestellt, wenn du wirklich vor Ort auch Lampen mitnehmen möchtest, dass du es so einfach und so leicht wie möglich machst, denn ein großes Stativ, irgendwann weigerst du dich. Am Anfang bist du übermotiviert, nimmst du halt 2-3 Taschen mit, aber irgendwann sagst du, du hast einfach keinen Bock mehr drauf. Du willst einfach 5-6 Drehorte haben mit Licht, mit verschiedenen, weiß ich, Ambiente-Lichtern und so weiter. Da ist einfach kein Bock, dauerhaft irgendwie 15 Kilometer zu schleppen. So, und das ist zum Beispiel, sind die Lampenstative, die wir aktuell verwenden. Und der Grund, wie er schon gesagt hat, ist, diese Art von Stative verwenden wir für unsere Osmo Pocket 3. Für solche Lichter. Oder eben für unsere etwas größeren LED-Lichter. Aber sobald es dann wirklich um fette, große Lichter geht, dann sind die natürlich am wichtigsten, weil die sollen nicht umfallen. Aber für alle leichten Lichter, mittlerweile die Technik ist so klein und leicht und wir nutzen auch meist leichte Lichter, lohnt es sich nicht, 3 von diesen Dingern mitzuschleppen. Also das ist immer extrem nervig, sperrig und so weiter. Und deshalb haben wir jetzt hier diese Stative mal ausgesucht. Wir wussten auch noch nicht. Es sind doch erstmal nur 3, wir werden noch mindestens 2 weitere bestellen. Genau, wir wussten nicht, was uns erwartet, es stand nicht so viel drin in der Beschreibung. Und deswegen, wir haben sie ja auch schon mal geöffnet jetzt, weil wir hatten mal ein Video gedreht, irgendwie hat es nicht aufgenommen. Jetzt sind alle 3 angekommen, umso besser. Wir zeigen euch jetzt alle 3. Ich stelle euch mal den ersten vor. Ich glaube, der erste, der angekommen war, war der Olanzi. Den habe ich da rein für gemacht. Nee, der Olanzi war aber zuerst. Das ist nämlich der hier gewesen. Dann machen wir den hier hin. Und der Vorteil ist, der ist extrem kurz, das waren um die 35 cm, steht es drauf. Ja, also das sind jetzt circa, mit dem Handyadapter waren 42, den haben wir abgemacht. Also circa 35 cm sind es jetzt. Wir haben diesen Stativkopf selber von uns rangemacht tatsächlich. Genau, da würde ich auch immer empfehlen, holt ihr extra die Stativköpfe, ihr könnt euch nie auf diese billige Stativkopftechnik verlassen. Bestellt welche nochmal so ein Set, weiß ich, von 5-6 Stück, die ihr jeweils auf Stative schrauben könnt, dass ihr wirklich in allen Richtungen das drehen könnt. Wir haben sogar noch bessere jetzt bestellt als das, das hatten wir jetzt noch auf Lager. Und die Höhe beträgt 1,60. Und wir haben jetzt noch das drauf gemacht, das sind jetzt circa, was weiß ich, 5 cm, 1,65, wenn die Kamera drauf ist, wenn wir die Mitte berechnen, jetzt sind es 1,70. Und normalerweise ist es so, dass man ein bisschen unter der Augenhöhe filmt und selbst wenn jemand 1,80 groß ist, dann sind die Augen ja nicht auf 1,80 Höhe, sondern sind sie 10 cm weiter unten, dann sind sie so bei circa 1,70. Das heißt, das ist schon mal eine Höhe, damit kann man eigentlich die meisten Menschen, wenn sie nicht 2 Meter hoch sind, notfalls filmen für Kameras. Mit einer kleinen Kamera. Genau. Wenn man jetzt von Lichtern ausgeht, dann natürlich schadet es nie noch höher zu gehen, weil je nachdem, wie du es belichtest, ist auch mal gut, von oben nach unten zu belichten. Aber wir reden ja gerade von einer Portalmöglichkeit. Genau. Wir haben es noch Stative, die ein bisschen mehr sind. Ab und zu gibt es Situationen, wo man sagt, wir drehen eine feste Aufnahme. Und wenn ich selber direkt vor diesem Teil stehe und eine größere Kamera hier raufschraube, dann ist es in Ordnung, weil ich bin ja direkt davor. Aber ich würde es niemals einfach so stehen lassen, sondern es ist immer nur, wenn ich spontan sage, ich möchte jetzt mal kurz eine statische Aufnahme abdrehen, dann kann ich das hier raufschrauben, aber ich habe es dann immer im Blick und habe es wirklich hier drauf, nur dass diese paar Minuten dann statisch aufgenommen werden. Dafür nutzen wir das auf jeden Fall auch, aber es ist natürlich nicht so stabil. Ihr seht es hier, ich stelle es hier mal rauf. Es hat halt Spiel, es wackelt sozusagen, also ich würde es nicht rumstehen lassen. Wenn da jemand gegenläuft, dann fällt es um. Genau. Also hier ist es in dem Fall so, man zieht es raus. Damals hatten wir einen, wir haben gedacht, das wäre dieselbe Technologie, weil es genauso aussah. Den konnte man rausziehen und drehen und dann wurde es fest. Hier ist es immer nur mit Druck quasi verstellbar, was ich nicht so ganz so geil finde. Deswegen müssen wir mal schauen auf Dauer, ob der Druck hier gleich bleibt
Und ob es irgendwann so ist, dass das Gewicht es automatisch reindrückt. Von der Funktionalität ist es natürlich super, weil ihr unglaublich schnell seid beim Aufbau. Schneller als natürlich, wenn ihr das irgendwie drehen oder einklemmen müsst. Aber ist halt die Frage, wie die Reliabilität davon ist. Also die Zuverlässigkeit. Ich bin auf jeden Fall skeptisch. Hier sehen wir es zum Beispiel mit dem speziellen Stativkopfadapter. Hier kann man es ganz entspannt draufdrehen. Für so ein Licht ist es natürlich optimal. Wir haben aber auch Lichter, die sind ungefähr so groß und leicht. Dafür ist es auch noch super. Natürlich nur in Innenräumen, draußen bei Wind wird es natürlich schwer mit sowas. Aber hier ist es halt perfekt, kann man kurz einstellen, kann ich auf 1,60 hochfahren. Je höher natürlich, umso besser, wie er meinte. Aber es geht darum, spontan zu sein. Es wackelt halt, das heißt für Kameras grundsätzlich empfiehlt sich halt nicht, sondern eher für Lichter. Wir haben ein bisschen stabileres Modell, was wir jetzt gleich noch vorstellen werden, was sich eher für Kameras eignet. Grundsätzlich würde ich ja für schwere Kameras, die zuverlässig sind, auch Mini-Stative empfehlen, die für Kameras geeignet sind. Die wirklich auch so einen Kopf und so haben und davon die kleinste Variante. Die sind dann auch nur 14 cm, wollen auch noch bestellen, habe ich ja gesagt. Aber das geht dann wirklich eher um jetzt eher Licht und Action-Cams, würde ich mal sagen, im Bereich. So, das nächste ist das etwas größte, beziehungsweise das größte aktuelle in unserem Sortiment von den dreien. Das Ganze ist von Ugreen, die Marke. Das haben wir genommen, weil wir nach diesem Modell hier eigentlich etwas haben wollten, wo du die Höhe feststellen kannst, sodass wenn man schwerere Geräte verwendet, die eben durch diesen Druck, den man hat, nicht nach unten sinken können. Weil das ja eignet sich halt nur, ich weiß nicht, wie viel Kilo das sind hier, vielleicht einen halben Kilo bis ein Kilo Druck. Und wir wollten halt ein Stativ haben, wo man auch etwas schwerere Sachen oder eine schwerere Lampe mit transportieren kann. Und deswegen haben wir hier mit diesen Einstellmöglichkeiten ein Stativ zum Testen bestellt. Und hier ist natürlich mega nice. Aber selbe Prinzip, ihr habt unten wie so ein Tripod, einen ganz kleinen. Da kannst du locker 5 Kilo oder so, also jetzt drücke ich dagegen, das hält wirklich schon ordentlich was aus. Hier ist halt der Vorteil, du kannst nicht nur die Höhe sicher verstellen, sondern auch hier unten gibt es einen Mechanismus mit Gewinde. Das heißt, du schraubst es zwei Umdrehungen auf, kannst es dann aufstellen. Zack. Und da ist der Vorteil, du kannst es auch wiederum hier, je nachdem welche Höhe du hast, adjustieren und dann wieder festdrehen. Genau, weil dort ist halt so der Vorteil, wie bei den anderen konntest du es halt nicht machen, was sie gerade gezeigt haben. Da hat es immer dieselbe Höhe gehabt. Also hier könnt ihr es nicht locken, wenn ihr die Beine aufklappt. Das könnt ihr nicht locken. Das hat einen Anschlag unten, aber ihr könnt es nicht locken. Und hier ist der Vorteil, wenn ich es jetzt irgendwo hinter etwas stellen muss, die Lampe, wo nicht viel Platz ist. Das finde ich halt super, ne? Dann kann ich das halt einfach niedriger stellen. Ungefähr so, dass es natürlich noch stabil steht und dann nimmt es natürlich viel weniger Platz ein. Und damit ist es viel flexibler einsetzbar. Hier gab es den Kopf schon dabei, das war richtig cool. Genau. Das ist richtig nice gemacht. Hat hier wirklich so, ne? Kannst du direkt festdrehen, das heißt, du musst es nicht drehen. Und das ist bis 1,70 hoch, 10 cm wieder höher als das andere. Also es hat wirklich alles, bis auf das der Aspekt, dass es halt auch ordentlich länger ist nochmal von der Größe. Günstigste Stativ bis jetzt. Das heißt, damit kommt man am Ende mit Kamera fast auf 1,75, 1,80. Und das ist auch das einzige Stativ, was ich auch sicher für eine Kamera empfehlen würde. Es wackelt zwar jetzt, aber sobald Gewicht drauf kommt, ist es viel, viel stabiler. Insofern würde es das einzige Stativ sein, was ich mit einer Kamera aber verwenden würde, von den kleinen Stativen, wenn ich jetzt alle großen oder alle stabilen Stative vergessen hätte. Es braucht ein bisschen länger, aber der Vorteil ist einfach, das nimmt keinen Platz ein. Das heißt, man kann drei Stative in einer so ganz kleinen Tasche transportieren. Ist schön leicht alles, die beiden zusammen hier. Ihr seht es so, nimmt kaum Platz ein. Ja, dann haben wir uns eins bestellt. Das war ganz am Anfang. Das hat aber irgendwie 3 Wochen gebraucht. Bei DHL stand die ganze Zeit drauf. Paket wird zu DHL weitergeleitet von irgendeinem Paketshop. Und das ist da einfach stecken geblieben. Fast, glaube ich, 2 Wochen. Ja, das ist eigentlich letztendlich das schlechteste Stativ, weil hier gab es gar keinen Adapter drauf. Das heißt, hier ist nur ein Smartphone-Adapter. Den haben wir jetzt abgeschraubt. Der sah so ähnlich aus wie der hier und haben einen anderen Adapter drauf gemacht. Die Marke ist P100 Series und wie ist die Marke? Steht wo wir hier jetzt einen Stativadapter drauf haben. Ich glaube, das ist so ein No-Name, einfach gebrandet. Keine Ahnung, die sehen auch irgendwie alle gleich aus. Das Einzigste, was ich... Also ist das Kleinste, hast du schon erwähnt, ne? Was ist das Kleinste? Das ist das Kleinste, war. Das ist wirklich das Portabelste von allen. Es nimmt sich jetzt nicht viel, diese beiden auf jeden Fall. Wir wollten halt 3 unterschiedliche Techniken, haben wir leider verschlafen und haben das nicht richtig durchgelesen, weil dasselbe Prinzip war wie mit dem anderen zum Ausziehen. Das konnte man auch nicht blockieren so. Wir haben gedacht, dass es eins ist, was du quasi durch Rotation blockieren kannst. Ja, also das ist wieder derselbe Scheiß. Für uns ist es trotzdem praktisch für die kleinen Lampen. Aber entweder etwas, was du so wie hier feststellen kannst oder mit einem anderen Mechanismus, wäre uns lieber.
Ich weiß gar nicht, das hat, glaube ich, sogar 35 gekostet. Nachdem wir es bestellt haben, stand irgendwie drauf 25. Also eine leichte Verarschung war das. Und die Höhe, was war das nochmal? Das habe ich vergessen. 1,77 tatsächlich. Das kleinste, aber das höchste. Das ist natürlich heftig. Was natürlich nichts bringt bei so dünnen Ärmchen. Das heißt, wenn wir hier noch den Kopf aufmachen, dann sind wir bei 1,80 am Ende. Ja. Mit Kamera fast bei 1,85, 90. Was so. Halt niemals verwenden wir das, außer für Licht vielleicht. Viel zu wabbelig. Ja, nee, das ist für Kamera. Für Licht wäre es nicht so schlimm, aber... Da ist wirklich extrem leicht. Das ist das leichteste und kleinste Gimbal so von Stabilität in Ordnung. Man darf die halt wirklich nicht krass belasten. So. Wir werden auf jeden Fall noch eine Review machen mit Mini-Stativen, die wirklich für Kameras gedacht sind, die bis 10 Kilo halten, die auch so um die 40, 50 Euro kosten. Im Vergleich zu den Lichtstativen, das würde ich eher grundsätzlich für Licht oder eben Action-Cams empfehlen und gar nicht für Kameras. Einfach viel zu riskant. Wenn ihr jetzt eine 3.000-Euro-Kamera mit Objektiv 4.000 Euro da auf so ein Stativ habt und ihr umkippt, würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Seid ihr sehr gut versichert, aber der ganze Aufwand macht keinen Sinn. Es wird halt so dünn. Ich glaube, das ist eine Verarschung mit 1,77. Ich glaube, die haben uns gelungen. Ich glaube, das kann man direkt wieder zurückschicken. Das war 1. Das ist doch niemals. Doch, kann sein, ne? Doch, kann sein, 1,77. Gut, kann sein. Jetzt aufstehe. Das war 1,60 hier. Nochmal vergleichen. Und es ist halt ähnlich in der Kamera. Insofern. Kann schon sein, ja. Ist ganz interessant, es mal zu sehen. Also ich würde sagen, für wirklich besser als gar kein Stativ mithaben, sollte man lieber diese Stative mithaben. Oft gerade, wenn man an mehreren Drehorten ist, zumindest für Lichter und Osmo Pocket oder eine Actioncam. Oder wie er meinte, wenn man wirklich dabei ist und die Kamera hält, besser als dauerhaft, weiß ich, diese 2 Kilo Kamera mit Gimbal zu halten, schraubt man auf ein Stativ und hält das Stativ vor euch selber fest, dann lohnt sich das schon natürlich. Also empfehlen kann ich euch auf jeden Fall dieses Stativ schon mal. Die anderen testen wir aus, ob das überhaupt Sinn macht. Gut, jetzt ist schon mal eine Lampe ausgegangen, ein Akku. Die anderen testen wir aus, wir geben euch ein Feedback, wann die kaputt gehen, dann nehmen wir es nochmal auf. Aber das hier sehen wir auf jeden Fall von der Verarbeitung, das ist einfach gut verarbeitet, liegt gut in der Hand. Das wird auf jeden Fall lange halten, da bin ich mir sicher. Das heißt, das war von Ulanzi, nee, Hugh Green war das. Hugh Green, ja. Hugh Green, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr was Kleines, Leichtes braucht. Das könntet ihr auch mal kurz für eine Kamera verwenden, wie er meinte, weil das am sichersten wäre. Aber ansonsten auch ein bisschen schwerere Lampen gehen auch noch. Ich würde sagen, ich würde bis 500 Gramm darauf fixieren, Kilo wahrscheinlich dann nicht mehr. Aber das grundsätzlich war es das jetzt für eine Review. Wenn ihr Stative kennt, die besonders leicht sind, die auch für Kameras geeignet sind, die ungefähr, weiß ich, um die 50 Euro kosten, sagen wir maximal unter 100, 1,60 mindestens hoch sind und genauso portabel, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht wollen wir die dann auch bestellen und testen, weil wir sind wirklich auf der Suche nach wirklich zuverlässigen Mini-Stativen. Ansonsten... Genau, abonniert, kommentiert wirklich und bis zu den nächsten Videos.